vorgestellt. Graveyard Keeper, Breaking Dead and Stranger Sin and Game of Crone. Das ist unsere neue Geschichte in Vorschau Nummer, ich glaube 15 sind's. Wir spielen mal hier weiter. Wir haben letztes Mal einiges getan, ist schon länger her. Ich weiß, dass ich glaube, der Pasteten-Geschichte gekauft hat bei der Dame, die da, ne? Sag schon, ja komm, das Brot können wir mal nehmen, kochen. Wir hatten Brot ohne Ende, aber wir brauchen dafür Feuer, das fehlt uns. Und da haben wir kein Feuerholz, wir müssen also erst Feuerholz machen. Aber wir gucken mal nach der Pastete, die wir da gekriegt haben. Bärentorte war das. Muss ja hier sein, ne? Bärensaft, grüner Wackelpudding, roter Wackelpudding. Ich glaube, das war gar nicht hier. Ist das am Ofen? Könnte natürlich auch sein, ne? Hier sind die einfachen Dinge. Hier sind Fischgerichte, hier sind Fleischgerichte. Und hier ist jetzt das hoffentlich. Kuchen, Bärentorte und Traubentorte. Die beiden haben wir gekriegt. Ist natürlich klar, dass wir erstmal Bärensaft haben muss, ne? Na dann. Zombie-Weinberg. Also brauchen wir Trauben schon mal. Aber Bären finden wir um jede Ecke. Da brauchen wir nur am Kochtisch müssen wir Bärensaft machen. Der ist ja hier. Und der ist hier. Das bedeutet, wir brauchen noch Äpfel. Und dann kriegen wir Bärensaft daraus. Okay, das ist dann schon mal klar. Und dann müssen wir gucken, wie gut das sich verkaufen lässt, ne? Ja. Da sind noch 5 drinne. Aber was wir machen könnten, wir sollten mal einmal in unsere Technologie gucken, weil wir ganz viele Punkte gesammelt haben, ne? Sanfter Metzger. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte nur die Karte verschieben und gucken, was geht. Hier geht nur nix. Wir brauchen einmal Blaues, was wir gar nicht haben, oder wie sehe ich das? Was war denn Blau noch, ne? Charakter, Technologien, NPC und Karte. Ja. Hier ist alles mit Blau. Und ich habe kein Blau. Das ist schon mal doof, ne? Die anderen Sachen für Produktion, die kriege ich ohne Ende. Das hatten wir gerade schon, ne, oder? Ah, hier gibt es Sachen ohne Blau. Die Waffen zum Beispiel. Hier ist überall Blau bei. Beim Essen gibt es nur Rezepte, die wir gekriegt haben. Hier die Pasteten haben wir gekauft. Die kriegen wir hier nicht freigelöst. Die kriegen wir nur da. So. Da steht blaue Punkte. Restieren dein spirituelles Wissen über die Geisterwelt. Deinen ersten bekommst du am Studiertisch im Kirchenkeller. Ah, okay. Ja, da wollten wir auch noch. Irgendwo müssen wir... Warte mal, der Glauben. War der in unserer Hütte? In dieser Kiste war doch Glauben drin, oder? Den nehmen wir mal mit. Ja, man muss ihn dann auch rüberziehen, ne? Also, ist voll, deswegen geht nichts. Ja, was lassen wir denn hier? An der Truhe lassen wir vielleicht besser gar nichts hier, oder? Vielleicht sollten wir uns auch erst um das Holz kümmern. So, jetzt ist Platz. Jetzt können wir den Glauben mitnehmen. Was ist das? Flüchtiges Gebet. Für eine Volkszählung benötigt ein paar Worte ohne wahre Imperation. Funktioniert trotzdem irgendwie. Fertig an Tisch. Tisch 2. Okay. Wärterschlüssel nicht beendet. Wir haben noch 2 Grabsteine da. Okay. Haben wir hier was drin? Das Zeug. Ist aber nichts, was wir davon brauchen. Hier können wir wahrscheinlich nur eine Kiste bauen, oder? Ja. In unserem schicken Keller. Hier müssten wir was freiräumen.
Um irgendwo hinzukommen. Ah, da unten ist er. Der ist ja auch noch ganz interessant, ne? Da brauchen wir noch Holz. Planke und Holzkeile. Wenn wir das haben, kommen wir da rein. Und dann können wir zu ihm. Und dann müssen wir mal gucken, was der Nettes mit uns macht oder auch nicht, ne? So. Hier fehlt uns definitiv Brennholz. Ah, hier gibt es sogar eine Holzplanke. Eisenmeißel, okay. Da komme ich jetzt aber gerade nicht weiter. Ich glaube, wir müssten wahrscheinlich hier erst hin. Brauchen wir einen Holzscheit für. Haben wir auch nicht. Hier können wir Brennholz fertigen. Weitermachen. So, da haben wir das Brennholz. Dann sollten wir das hier weiter bearbeiten können, oder? Ne, am Kochtisch war das natürlich nicht, sondern hier am Ofen. Da packen wir mal das rein. Da können wir reinpacken, reichlich. Machen wir erstmal so. So, dann können wir auch weiter hier machen, ne? So, Brot. Wie? Kein Feuer. Ist jetzt für mich wieder unerklärlich, wie es funktioniert. Jetzt ist wohl genug da. Ah, jetzt warten wir auf ein Brot, so ein Shit. Da haben wir wieder Mist gebaut. Aber wir haben hier unten Sandwiches, die wir machen können. Ja, wir hätten auch zwei machen können, ne? Nochmal kochen. Jetzt fehlt aber das Brot, okay. Ist das Salz? Salz fehlt da. Okay, aber das ist ja schon mal gut zu wissen hier, dass wir hier weiterkommen. Da haben wir nichts. Jetzt haben wir ein paar Sandwiches gekauft. Die müssten wir jetzt noch gucken, wie wir die loswerden. Also loswerden ist gut, ne? Da gehen noch vier. Das können wir aber hier lassen. Einfache Eisenstücke. Ja. Sandwich mit Sternchen hier. Die Maden bringen wir noch weg und die weißen Blümchen auch. Okay, schauen wir mal weiter. Was bringen unsere Felder? Noch nichts fertig. Also ich habe nur Düngeversuche gemacht, aber da müssen wir noch mal überlegen. Der Hanf kann da auch rein. Bleibt noch was hier? Noch reichlich Teig, wir haben noch Brennholz. Die Blume könnten wir auch irgendwo lassen, aber vielleicht nicht hier. Ruiniertes Buch. Hier können wir noch fertigen. Anfertigen läuft. Die Möhren sind noch nicht fertig, sehen aber schon einigermaßen aus. Da rechts sind Beeren, die sollten wir vielleicht mal mitnehmen. Gut, die haben wir. Äpfel müssten wir noch irgendwo herkriegen, ne? Für den Bärensaft. Tja. Was können wir denn hier bauen? Eine Kiste. Wir müssten eigentlich. Irgendwo konnte man auch. Warte mal. Das war da oben. Ach, sein Öl ist hier auch noch nicht da, ne? Das müssen wir auch noch haben. Irgendwo hatten wir die Möglichkeit, was zu pflanzen. War das hier? Platz für Bärenstrauch. Platz für Bärenbaum. Apfelbaumsetzling brauchen wir und Holzstöckchen. Aber die Apfelbaumsetzlinge, die müssen wir gucken, dass wir die irgendwo herkriegen. Gute Frage, wo, ne? Noch ein Bauernhof? Müsste man mal gucken, ne? Schwierig.
Was haben wir denn jetzt gerade? Die Phase da ist rot. Ich hoffe, das war jetzt die richtige, ne? Was ist denn gerade bei NPCs dann in rot? Der Inquisitor wäre dann da. Ist der dann am Friedhof? Da müssten wir mal schnell gucken, oder? Oder ist der am Hexenhügel dann? Gute Frage, ne? Das ist eine gute Frage. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Dann könnte er höchstens am Hexenhügel sein und ich weiß nicht, wie schnell wir da sind, bevor die Nacht rum ist. Vielleicht ist er auch schon auf Achse und geht wieder. Könnte sein, dann haben wir es verpennt, aber es, naja, das ist dann so. Das ist dann so. Der Hügel ist ja hier, da waren wir kurz davor. Vielleicht wären wir auch besser da kurz hingegangen und geguckt, ob er da ist. Anstatt bis zum Friedhof zu laufen, ne? Ne, hier ist nix. Jetzt sind wir auch auf Blau gerade umgeschwungen, ne? So, schauen wir mal, was Blau ist. Blau ist der Astrologo. Hol das Tagebuch des alten Wärters aus dem Kirchen. Warte mal, haben wir das mit? Ne, Charakter. Runiertes Buch. Ich weiß nicht, ob es das ist, aber ich glaube nicht. Aus dem Kirchenkeller. Warte mal, der Kirchenkeller. Ne, hier sind wir falsch. Mal weiter runter. Da konnten wir doch ziemlich einfach die Tür aufmachen, indem wir einen Balken haben und diese Keile, ne? Und dann war dieser Typ da unten. Vielleicht sollten wir das mal gerade in Angriff nehmen, oder? Das läuft noch. Dann müssen wir gucken, ob wir die Keile machen können. Hier sind Keile. Ich weiß nicht, wie viel wir brauchen. 10 sind es, das sollte reichen. Waren hier auch die Planken? Nein, die waren nicht hier. Hier ist ein Balken. Aber hier kann man tatsächlich was fertigen. Nicht genug Ressourcen, okay. War das hier? Hier war die Holzplanke. Was brauchen wir denn für die Holzplanke am Balken, okay? Warte mal, der kommt doch hier dann hin, ne? Und wenn der da ist, funktioniert das hier, oder wie war das? So sieht's aus. Aber ich brauche einen Balken. So. Jetzt produzieren wir Balken, wenn wir das fertigen, ne? Ah, jetzt ist da noch so ein Ding, ey. Dann bringen wir das da noch hin. Und checken mal, dass wir es jetzt schaffen, ne? Ja, jetzt geht was. So, das haben wir. Und jetzt müssen wir hier hin. Holzplanken. Wollen wir fertigen, das passt. Jetzt macht das auch endlich. Gut, jetzt können wir das nicht aufnehmen, oder wie sehe ich das? Weil wir voll sind. Bring die Maden mal hier unten hin. Ich glaube, die waren da sowieso schon, oder? Die Möhren sind fast fertig. Nee, umgekehrt, so. Die sollen weg. Jetzt haben wir hier einige Sachen mit. Kann noch was hier bleiben? Ich glaube nicht, ne? Jetzt holen wir uns noch das Getreide, was wir jetzt gerade nicht mitnehmen können. Mann, Mann, Mann. Was haben wir denn jetzt aufgenommen? Die Samen wahrscheinlich, ne? Ja.
Weizensamen sind wir schon mal losgeworden. Während ich jetzt gerade tendenziell dazu neige zu sagen, nimm die Weizensamen mit und pflanze neue Weizen an. Oh. Rüben gehen. Jetzt habe ich die da gemacht anstatt da, oder was? Ist ja der Hammer. Na dann. Ja. Also erst das... Oh, jetzt hat er tatsächlich den Weizen erst aufgenommen. So ein Shit aber auch. Dann ist das so. Am Küchentisch konnte man den Weizen weiterverarbeiten wahrscheinlich, oder? Können wir aber nicht aufnehmen. Wir haben einfach zu viel mit, ne? So, zack, Teig hier rüber. Was kann hier noch rüber? Das Feuerholz kann hier auch rüber. Diesen Zeug alles rüber. Den Bären, die Bären lassen wir mal hier. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen. Wir haben einfach zu viel mit, ne? Und jetzt haben wir natürlich das nächste mitgekriegt. Weiterarbeiten. Teig können wir auch noch machen. Mehl können wir nicht mehr machen, weil wir nicht mehr genug Weizen haben. Kommt aber hier rein. Weil brauchen wir nicht mehr. So. Das war die Glaubenskiste, ne? Genau. Wir müssen jetzt noch den Balken da draußen einpacken. So, das kann aber hier noch was lassen, nämlich die Balken zum Beispiel. Und das brauchen wir. An den Balken müssen wir gerade nehmen. Das brauchen wir gerade auch nicht, denke ich. Ich glaube, das lassen wir mal alles so dann erst. So, das haben wir. Und ab in die Luke. Und jetzt, ich weiß gar nicht, nee, ich glaube, das war hier schon mal, ne? Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da aufräumen können. Holzplanken brauchen wir noch zwei, okay. Dann nochmal eine Holzplanke bauen. Aber das ist ja nicht schlimm, das kriegen wir schnell hin. Ist ja gleich um die Ecke hier, ne? Kriegen wir die auch hier schon gefertigt? Ich brauche eigentlich nur eine, ne? Gut. Schauen wir mal, dass wir mit der Holzplanke jetzt da unten reinkommen. Dann entdecken wir wieder einen neuen Bereich und wir haben keine Ahnung, was der Typ mit uns macht. Wir werden sehen. Was hat er nicht genug Energie? Na, 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 na. Reicht das? Ja, es reicht. So, jetzt sind wir hier drinne. Da komme ich nicht hin. Komme ich da hin? Ja, aber ich komme nicht an die Kiste dran. So, jetzt müssen wir gucken, wo der Typ ist. Wenn er denn noch hier ist. Hier ist auch noch nichts fertig. Hier gibt es einen ganz langen Gang. Keine Ahnung, wo der hingeht. Es gibt Verbindungen. Aha, ein heimlicher Weg. Sehr cool. Da können wir schneller in die Stadt. Und hier geht's ins Wirtshaus wahrscheinlich. Die Luke ist geschlossen.
Aber das ist schon mal auf jeden Fall ein cooler, kurzer Weg, glaube ich, hierhin. Und wenn wir schon in der Nähe sind, dann können wir mal gucken, ob wir für unser, ich hätte jetzt beinahe gesagt, Toastbrot was zu essen kriegen. Also Brot 8 und das hier, da, nicht Sandwich bringt nichts. Ach, das kann jetzt nicht sein, oder? Verkauf die. Das Brotverkauf auch. Jetzt hätte ich beide auf einmal machen können. So, jetzt haben wir 1,29 erstmal wieder, ne? War jetzt nicht so der Bringer, ne? Nee, ich will ja mit dir handeln. Das ist hier Pastetenrezept. Konditorei, okay. Bringt also nichts. Er gambelt da gerade so ein bisschen. Er wollte Papier und Tinte. Ja doch. Gehen wir hier raus. Da kommt der Astrologe. Ah, der geht jetzt weg. Da sind wir zu spät dran. Ne? So, ich bin eine Wache im Dunkeln. Ja, genau. So, da ist der Eingang von dem. Das heißt, wir kommen jetzt so schneller, viel schneller zu unserem Zuhause. Das ist schon mal richtig cool. Da ist er. Wer ist das? Bleib, wo du bist. Wer bist du? Ich bin der Friedhofswirt, der Prior der Kirche. Kümmere dich um deine Angelegenheit. Ich habe einen Dolch und keine Skrupel, ihn zu benutzen. Bedrohe ihn, gib ihm den Schlüssel. Verlassen. Ich habe den Schlüssel nicht mit. Okay, aber ich habe einen Schlüssel. Das bedeutet, wir holen erstmal schnell den Schlüssel, weil ich glaube, das könnte wichtig sein. Wo war der Schlüssel hier? Wer hat der Schlüssel? Das ist der Schlüssel. Was hatten wir noch? Gucken wir, was er beim Schlüssel macht. Falscher Weg. Ist er noch da? Ich will's hoffen. Ja, er ist noch da. Das ist wohl ein falscher Schlüssel. Schade. Und hier ist der Weg zur Kirche, glaube ich, dann, ne? Da müssen wir nochmal einen Balken haben und, ja. Da geht's auch noch hoch. Da müsste man nur gucken, wo es dahin geht. Da geht's auch mit dem Balken weiter. Ach so, das ist nur ein Weg, der kürzer ist dann. Aha, okay. Hier war ja nichts mehr zum Wegräumen, oder? Die Luke ist Zustand da, ne? Ja. Okay, das ist jetzt erstmal nicht so entscheidend. Ich denke mal, da kommen wir ins Gasthaus. Und da geht's dann zur Kirche. Würde ich jetzt mal sagen. Das waren Balken und die 10 Dingens. Wie viele Balken waren's? Einer. Gut, dann müssen wir uns um den Balken kümmern, ne? Und um die 10 Keile. Da kann man Kisten bauen. Wir brauchen noch Äpfel, haben wir auch noch nicht. Hier haben wir irgendwas. Eisenbahn fertig. Hier gibt es nur Planken, aber warte mal, Eisenmeißel, Planken. Ne, hier gibt es nichts, was wir brauchen. Wo fertigt man denn den Balken? Hier nirgendwo. Hier ist das mit den Nägeln. Wo der Balken wegkommt, weiß ich noch nicht. Den muss man wahrscheinlich auch wieder mal so speziell bauen. Gut, da gibt's nichts. Wir müssen Äpfel kriegen, das ist wichtig. Holzstücke sind gefragt. Konnten wir die irgendwo hier machen?
Hier auf jeden Fall nicht. Da oben sind noch zwei Punkte, die will ich noch holen. Hier ist auch nicht. So, da waren ja die Nägel, da kann man Werkzeuge machen. Hier sind nur Keile, Brennholz, Brennholz. Ist jetzt auch nicht das, was ich brauche noch. Kiste, Eisenlager, Ofen, hölzerner Amboss, Amboss. Haben wir denn einen Amboss? Ne, ich glaube, einen Amboss haben wir gar nicht. Ne, den will ich nicht. Den will ich. Guck an, guck an. Vielleicht sollten wir den nochmal basteln. Holzstapel. Sägeblock. Werkbank für Holz, das haben wir doch schon, oder? Steinschneider. Das ist der da, den brauchen wir nicht. Steinvorrat, Hof vergrößern. Werkbank für Holz, haben wir, denke ich mal, schon. Ist doch diese da, ne? Kann man sowieso gerade nicht holen. Den Amboss haben wir gerade gebaut, den Ofen haben wir auch. Man kann also auch mehrere bauen. Okay, jetzt gucken wir gerade nach dem Amboss rein. Nägel, einfache Eisenstücke und komplexe Eisenstücke können wir alles hier machen. Und hier gibt es auch noch weitere Werkzeuge. Axt, Schaufel, Spitzhacke und rostiger Hammer. Okay. Das ist schon mal alles schick, ne? Was mir definitiv fehlt, ist jetzt hier die Geschichte mit dem Dingens, sag schon. Okay, nicht genug Energie. Essen wir was. Reicht das schon? Ich weiß es nicht. Sieht so aus. Da haben wir wieder ein paar mehr gekriegt. Warte, wir haben blaues Dingens jetzt. Wir brauchen blaues Zeug, um weiter zu forschen. Und das blaue Zeug gibt es in der Kirche. Ist Sonntag. Sind die da jetzt in dem Gottesdienst? Nach Aufgabe fragen. Du hast zu Geistlichen, wie solltest du an? Ich bin in der Kathedrale eine Suppenküche für den Armen eröffnet. Das hilft dabei, mein Image zu verbessern. Wenn der Pöbel hungrig ist, passt meine Talosaure nicht ganz ins Bild. Deswegen brauche ich eine Menge billiger Schüsseln und du scheinst Lehmablagerungen vor deiner Kirche zu haben. Aha. Mach mir ein paar schöne, gebe dir Leitfaden für Geistliche. Kauf dir auch gerne Brot für die Suppenküche ab zum Kircheneinkaufspreis, versteht sich. Du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Sammel Sand, sammel Lehm. Okay. Was kann ich mit dem handeln? Oh Gott, dann kann man so schicke Sachen, flüchtiges Gebet. Also was, das kostet zwar $1. Und ich hole auch mal 10 Hostien hier. Okay. Ach, so viel Geld haben wir da nicht. Dann müssen wir die Hostien ein bisschen reduzieren. Machen wir so, dann geht's. So. Sind denn da Leute? Nicht wirklich. Kirchenqualität. Ach, die kann man auch noch hoch machen. Erfolgschance 50. Es kommen tatsächlich 5 Leute oder so. Ich würde gerne ein paar Worte sagen. Unsere Kirche ist klasse. Naja. Und jetzt lasst uns diesen Segen beten. Okay. 50-50 Chance. Bäh, bäh, bäh. Eure Spenden sind immer willkommen.
tolle Predigt, kein Geld von mir, kein Geld von mir, kein Geld von mir, tolle Predigt. Wahrscheinlich 2 am Jahr gesagt, der Rest nein. Oh, tatsächlich 1 Cent da reingeflogen. Ja, gut. Vielleicht kann man hier noch was besser machen, ne? Ich habe Glauben gekriegt, das ist schon mal gut. Na, hier geht noch nichts. Die Bank muss noch besser werden. Und hier haben wir jetzt Besucher 5, erhaltener Glaube 1, Spenden gesammelt 3. Ergebnis fehlgeschlagen, aber finde ich jetzt gar nicht so fehlgeschlagen für mich. So, jetzt gucken wir hier unten nochmal nach dem Glauben, der war ja hier links gefragt, ne? Wähle eine Ressource. Ich weiß nicht wofür. Okay. Also ich kann das noch nicht untersuchen, weil mir das da fehlt. Das würde gehen. Fertig dann predigen. Soll ich jetzt die Blume untersuchen? Bringt mir das was? Das ist die Frage. No risk, no fun? Jetzt habe ich wieder keine Energie mehr. Das ist doch der Hammer gerade. Ich könnte ja auch das mal gerade benutzen. Ne? Das gibt 20 Punkte. Weiße Blume, die kann zerfallen in Flüssigkeit, Essenz. Okay. Ich hätte gern das Blaue gehabt. Schade. Auf jeden Fall hat die Studie auch was in der Hinsicht dann gebracht. Hier brauche ich auch einen Balken. Aha, da komme ich dann nach ihm dahin, ohne dass ich dann... Na, das haben wir ja alles nicht. Okay. Die Kirche müssen wir verbessern, damit wir mehr Kohle kriegen wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal sagen, er geht schon. Er möchte jetzt Lehm haben und Schüsseln. Hier unten ist ein Lehmloch. Und dann kann ich Schüsseln bauen, ne? Läuft, oder? 5 nehmen wir mit. Warte mal, da ist... Okay, haben wir erstmal. Es ist nur die Frage, wo ich den Lehm machen kann, ne? Der EA bleibt mal da. Kann ich den hier am Ofen brennen? Da kann ich Glas machen, okay. Aber leider keine Schüsseln. Und hier wird bestimmt nichts mit Schüsseln sein, oder? Hier geht es nur um Lebensmittel. Ah, ich habe wieder einen angeklickt, das hat wieder gut geklappt. Teig können wir noch machen. Okay. Ja. Holzbalken, keine Ahnung, wo der ging. Hier auf jeden Fall nicht. Hier sind die Holzstückchen. Die kriege ich doch hier, die Holzstückchen, oder? Einfach so ein Busch abgeerntet, ne, oder? Ja, genau so ist es. Holzstückchen gab es da. Fertilizer gibt es da. Der ist auch schon reingekommen. Hier gibt es den Salat. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier was loswerden. Nehmen wir alles mit, weil ich kann das
hier reinschmeißen. Ah, nur anfertigen muss ich klicken, ne? Dann schmeiß das mal da weg. Dann kriegen wir schon die Made wieder. Die können da auch rein. Dann ist die weg. Der Typ vom Dingens, der braucht den Dünger, der verkauft den mehr. Das wären 13 Cent, die ich dann da kriege, ne? Arbeitszimmer. Nee. Jetzt sagt er mir doch, Arbeitszimmer nicht beendet. Kann ich nur zerstören. Am Arbeitszimmer. Das läuft. Da habe ich jetzt den Salat aufgenommen. Der kann hier in die Kiste. Obwohl, hier ist gar kein Salat drin. Der ist im Haus. Die Hostien können wir auch noch reinbringen. Sind die Möhren jetzt schon fertig? Nee. Doch, die waren auch fertig. Jetzt müssen wir erstmal was entladen, sozusagen. Nee, das nicht, das. Und das. Den Wärterschlüssel weiß ich auch nicht, wohin. Der bleibt dann auch hier. Die Blume lasse ich jetzt auch hier. Stöcke haben wir jetzt. Tja, ich glaube, wir machen erst hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auch teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.